Freunde, willkommen zu Evil Genius 2 World Domination. Auf dem Discord wurde es vorgeschlagen, habe es mir angeschaut. Es sieht von direkt am Anfang schon so aus wie ein Spiel, was ich gerne spielen würde. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, was für ein genaues Genre das ist, aber es gab davon noch einen älteren Teil, also einen ersten Teil. Und der war schon ganz gut, habe ich gelesen und dachte mir, das spiele ich dann auch. Wir machen direkt ein neues Spiel, ich quatsche nicht lange, machen ein neues Spielbeginn. Kein Schnellstart, weil wir ja nichts vom Spiel wissen. Und Sandbox, weil ich ja auch was von der Story erfahren möchte. Zum direkt neues Spiel. Wir haben mehrere verschiedene Bösewichte. Maximilian, dann haben wir den roten Ivan, die Salika und die Emma. Also jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten, wie ihr an der Seite seht. Sind halt unterschiedliche stereotypische Bösewichte, würde ich sagen. Sie war Spionagechefin und ist jetzt Giftprofi. Und der Maximilian ist einfach stinkreich. Und haben auch verschiedene Perks. Deshalb, ich werde, kann man kurz einmal langsam durchgehen, damit ihr sehen könnt, welche Perks alle haben. Aber ich würde gerne natürlich einmal jedes Mal mit, so kleine Sessions machen. Das heißt, wir spielen einmal mit Maximilian, dann mit dem roten Ivan, dann die Salinka und dann die Emma. Falls das nicht eine fortführende Geschichte ist und jedes Mal ein abgeschlossenes Level. Wenn es natürlich eine fortführende Geschichte ist, dann machen wir erst Maximilian Run. Und dann vielleicht noch ein zweites Projekt dahinter und dann vielleicht die anderen dazu. Deshalb, wir spielen erstmal Maximilian. Der hat noch kleine Perks, dass die Leute härter arbeiten. Also, wenn er in der Umgebung ist, arbeiten die Schergen schneller. Beziehungsweise arbeiten effektiver. Wenn er hingeht, kann er sofort die Ausbildung von Schergen abschließen. Auch sehr gut. Und natürlich, Maximilian hat Geld. Ne? Die Schergen sind produktiver. Ja, genau. Große. Also, der hat für sich auch schon am Anfang direkt schon mehr Schergen. Was schon mal gut ist. Wir machen direkt weiter. Wir quatschen nicht lange. Es gibt drei verschiedene Inseln. Jeder hat natürlich auch unterschiedliche Attraktivitäten, sag ich mal. Das ist immer ganz gut, denke ich mal, für ein Raketensilo. Aber ich denke mal, so ein richtig standardmäßiges, typisches. Bösewicht-Versteck ist das hier ungefähr. In einem Berg, vorne noch mit einem Sandstrand. Hier ist zwar ein bisschen recht hoch mit der Bedrohlichkeit der gerechten Mächte, also der Guten. Wir sind natürlich der Gute. Wir wollen nur die Weltherrschaft. Mann, beruhig dich bitte. Wir haben noch nicht angefangen. Deshalb, wir fangen mit dem hier an. Der stand auch mit zusätzlichen Goldminen. Das haben wir, wurde hier schon gesagt, da. Unterirdische Goldvorkommen, was schon mal sehr gut ist, weil ne, mehr Geld bedeutet mehr Schergen, bedeutet mehr Wachen. Wir spielen auf Mittel. Tutorial ist aktiviert. Einfach ist natürlich super für den Anfang, aber ich will es auch nicht zu einfach machen. Und schwer ist einfach scheiße schwer. Und du kannst natürlich auch selber einstellen, was schon mal sehr gut ist, weil das hat nicht jedes Spiel. Deshalb, wir starten mit Mittel und mit dem Maximilian und los geht's. Es ist gut, böse zu sein. Wollte ich mal ein bisschen Lach machen. Super. Genau. Okay, WSAD. Genau, so übliche. Hier, reinzoomen, rauszoomen. Das übliche, ne? Kennt ihr, ne? Links und rechts kann man. Oh. Ah. Ja, hab ich. So, rotieren. You can use the zoom controls to zoom in and out. Use the tilt controls to tilt your camera. Hold on. Who do you think you are giving me instructions like that? Ich bin hier der Boss. Kollege. Kopf ab. I'm here to help. By telling you exactly what to do next. Und wer hat dies erlaubt? In a friendly and helpful manner. Wer hat dies erlaubt? But you are here to do everything I say. Und ich habe das noch nicht gesagt, Kollege. Correct. Step one. Tell us what you want, and the minions will do it. Okay. We're eager to please. Das hoffe ich. And also eager to live.
Please stop looking at me like that. Aber ich will deinen Kopf abschneiden. Du hast gesagt, was ich sagen machen soll. Die darf das. Your lair will be much more impressive once it has more rooms. Baumenü hier, okay. Open the build menu. Ja, ganz wichtig, immer Geld Tresor zum Geld einlagern. Auch so eigentlich ganz ganz üblich in dem Spiel hier. Dem, setzt man Sachen. Okay. Quatsch nicht so viel, ich will jetzt spielen hier. Ja, das macht Sinn. Mehr Platz bedeutet mehr Platz für Gold. Kollege, ich bin nicht dumm. Ich bin hier der Boss. Ich weiß, dass ich was zu tun ist, ja? Okay, also den Ding an hier platzieren. Oh, die Maus ist ein bisschen hakend, sag ich mal. Ja, vielleicht ein bisschen schneller. Ja, ein bisschen schneller ist okay. Okay, gut. Damit die auch natürlich rumhauen können. Ja, ich weiß. Okay, da. Tür ist immer wichtig, das wisst ihr. Ohne Tür. Kollege. Red nicht so viel. Das will ich sehen. Ui, geil, Leute. Davon mache ich doch gerne mal einen Screenshot. Gucken, welches wir verwenden. So. Da will ich mal sehen. Da ist also der Leer. Also beziehungsweise unser Depot. Ah, da gucken wir mal. Hallo. Das ist so eine fette Tür. Komm, lauf, Kollege, lauf. Ja, wir müssen eh warten, deshalb können wir mal ein bisschen gucken hier. Hallo. Nice, warte. Geilo. Warte mal. Gibt es eine Screenshot-Funktion? Fotomodus. Oi. Geil. Okay, dann warten wir, bis der nächste kommt. Dann machen wir gleich ein Foto. Kommt noch einer? Warte mal. Hallo? Ja, da kommt noch einer. Haha. Tut mir leid, aber da muss ich ja immer gut schnell machen. Gucken wir, ob ich das vielleicht rausschneide. Oh, guck mal, einen fetten Staubsauger hat. Ja. War zu schnell. Ah, nein. Muss ich später machen. Oh, nee, da kommt noch einer. Ah. Kameraführung, scheiße. Oh, Mann. Was? Okay, gut. Ja, gut, die bauen jetzt hier erstmal alles auf. Ja, genau, platzieren die Sachen, die müssen von hinten das holen und packen das hier rein. Sehr gut, okay, gut, was können wir denn jetzt hier bauen? Wir brauchen Baratten. Macht Sinn, die müssen ja schlafen irgendwo. Auch wenn die nicht, wenn ich das nicht erlaubt habe, aber... Ja, müssen halt schlafen, ne, leider. Gucken wir mal, haben wir doch jetzt... Ach ne, wir müssen noch mehr platzieren, hupsala. Ist noch ein bisschen ungewohnt für mich, aber kriegen wir hin. So, okay, zwei Betten schon mal. Ja. Oh, das ist natürlich unpraktisch, wenn die, wenn die Moral runtergeht. So, das Platzieren ist noch ein bisschen hakelig. Ah, okay. Aber das deckt auch automatisch an die Wand. Das ist mal sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, guck mal so, dann eine Tür. Ja, habe ich schon gemacht, Kollege. Ich bin schneller, wie du denkst. Alter Typ, halt die Fresse! Ich weiß, er macht nur seinen Job, aber ich habe nicht rumgebeten. Ich glaube, ich muss sogar den Sound noch leiser machen. Das ist ja echt... komisch. So. Sound noch ein bisschen leiser. So. Ist echt laut. Echt laut. Wollen wir natürlich nicht. Ja, gut. Ist auch, gut. Lass mich erstmal ein bisschen bauen. Damit wir das schon mal fertig haben. So. Gut. Der sagt, wir sollen ein Systemmenü öffnen. Okay, machen wir mal. Einfach mal hier den Fernseher anklicken. Und Mission 8. Mission. Okay. Okay. Unser Ziel ist, sammeln... Oh, okay. Gut, das nehmen wir doch gerne.
Oh, ein bisschen Geld ist immer ganz gut. Mein Gott, ich bin schwächer als er denkt hier. Okay, die müssen auch irgendwo was futtern. Deshalb packen wir da hier eine Kantine hin. Kantine ist gut. Oh. Das ist natürlich unpraktisch, wenn die dümmer werden, wenn die Hunger haben. Okay. Wurde schon mal sehr gut, dass man die auch wieder abbauen kann. So, und da brauchen wir natürlich eine Tür. Brauchen die keine Tür? Ja, das ist gut. Smarts. Also, nur schlaue und satte sind halt, ne? Sind schön produktiv. Dann lassen wir die mal hier bauen, damit wir was futtern können. Aber die müssen ja eh mal das hinschleppen mit den riesen Staubsaugern. Guck mal, Leute, diese riesen Staubsauger hier. Voll geil. Genau. Können wir das ein bisschen schneller machen? Wir können theoretisch. Ah, wir können was schneller machen. Sehr gut. Weil das bringt ja eh gerade nicht viel. Wir müssen eh warten. Deshalb ein bisschen was schneller ist gar nicht mal so schlimm. Auch wenn es ein bisschen beschleunigter wirkt, aber es soll ja noch interessant bleiben. Wollt ja nicht ganz sehen, wie die Raum ausheben. Deshalb machen wir da einfach mal auf normale Geschwindigkeit wieder hier. Zack. Obwohl, die müssen noch hier das hier platzieren. Dann müssen wir gleich noch kurz gucken, was die nächste Aufgabe ist. Wir müssen ja durchgehend Gold produzieren. Ich weiß ja nicht, was genau wir produzieren müssen, beziehungsweise was wir hier machen müssen, dass wir, Bösewichte, also unsere Bösewichte Verteidigung oder was, keine Ahnung, was wir mal, überhaupt unser Haupt, Main Objective ist. Okay, wir brauchen Strom. It seems we're low on power. Let's fix that before continuing. Build space for a power station. You can place this where you like, but be careful, okay. As it will be a tempting target for enemy agents. Ah, okay, gut. Also wir müssen unsere Stromverteidigung auch schon mal verteidigen bzw. verstecken, so dass die da immer nicht sofort hingehen. Dann müssen wir gucken, was wir da. Wie baue ich das denn am besten? Zur kostbaren Strom, damit Mundschutz alles läuft. Okay, aber mach ich einfach mal. Ich weiß ja nicht, wovon die kommen. Deshalb mache ich mal hier. Also wir brauchen ja 3 für eine Tür. War das nicht so? Ja, 3 für eine Tür. Und dann hier hinter einfach mal 5 mal 8, ne? Was da? Ja, komm schon. 5 mal 8. Sehr schön. Keine Ahnung, ob das passt, aber ne. Gut, also Generatoren bauen, ganz wichtig. Und natürlich eine Tür. Wir brauchen 4er. Entschuldigung, ich bin noch nicht so gut im Spiel, Leute, deshalb verzeiht mir da bitte. Ich muss noch ein bisschen rumtüfteln, wie das genau hundertprozentig funktioniert hier und alles. So, da kommt eine Tür rein, brauchen wir noch einen Generator. Wie viele Generatoren brauchen wir denn? Ah, platziere 2 Generatoren, steht da ja. Ich soll doch mal lesen. Dann bestätigen wir, okay. Ja, ich weiß, wir machen noch gerade. Wer ist denn bitte schön, wer hat bitte schön Angst, wenn es dunkel ist, wenn die alleine mit ihrem Boss sind? Da ist doch jeder glücklich. Ich bin der beste Boss der Welt. Wir haben eine eigene Privatinsel, wir haben genug Gold. Ihr kriegt zwar nichts vom Gold, aber ihr dürft essen und schlafen. Leute, ne, ich bin der beste Arbeitgeber. Was wollt ihr denn von mir? Ihr dürft was essen! Das dürfen nicht alle. Ja, gut. Habt ihr jetzt so verstanden, ne? Dann machen wir ein bisschen schneller nochmal, Generator. Wo gehen die denn hin? Build an incinerator in your power station to dispose of them. Oh, was? Wir müssen also in unserem Stromraum eine Verbrennungsanlage bauen, damit wir Tote Agenten, also die Bösen natürlich, ne? Wir sind die guten Agenten hier. Wir wollen nur nicht nur die Weltherrschaft. Damit diese nicht bei uns vergammeln, damit unsere Minions nicht da drunter leiden, weil die dann Kacke finden. Wir bauen einfach mal 2. Ich weiß ja nicht, wie viele da kommen. Das machen wir einfach mal. Ich meine, ich weiß ja nicht. Ich hoffe mal, wähle Genie. Alter. Okay. Okay. With the evil genius selected, interact anywhere in the highlighted area to move your genius. Ah, okay.
Wir müssen also hier ihn platzieren. Evil minds think alike. Okay. Ich brauche einen Kontrollraum. Okay. Oh. Ja. Ein Kontrollraum. Der Kontrollraum, ich denke mal, ist auch ganz wichtig. Deshalb sollten wir ihn irgendwo bauen, wo keiner guckt. Keiner guckt. Beziehungsweise wo ein bisschen versteckt ist. Ich will natürlich ein bisschen mehr von dem Level nutzen, deshalb baue ich hier vielleicht einen Raum hin. Ich mache mal einmal so und dann, ich weiß ja nicht, wie groß der Raum ist. Steht da irgendwie? In diesem Raum wird, okay, da, wie groß sind die Gegenstände denn? Wir haben hier, kann man sehen, wie groß sie sind? Nein, kann man nicht, aber man kann, ja, ungefähr. Ja, wäre natürlich gut zu wissen, wie viel genau die verbrauchen. So zum Beispiel 3x5 oder sowas. Da weiß man wenigstens, wie groß sie sind. Deshalb, ich guck mal, ich baue mal kurz hier so einen Raum hin, einfach mal so. Wieder das übliche 5x8. So. 5x8. Ein zurück. So. Einfach nur, weiß ich nicht, vielleicht bringt das was. Und, so. So. Und, weiß ja nicht. Ist ein bisschen breiter anscheinend. Deshalb mache ich da so ein bisschen breiter. Dann passt da auch nochmal eine Tür rein. So. Eine Tür. Ganz wichtig. Brauchen wir eine Tür. Passt die auch schon hier? Nee, da passt sie nicht, aber hier passt sie, oder? Hier passt sie auch nicht. Ah, das würde passen, wenn ich dann... Kann ich irgendwie da so einen Stein setzen? Da, ah, Stein, okay. So, ruhig mal. Ob man da irgendwie was machen kann, damit das besser aussieht. So, das und das. Ja, brauche ich also erstmal die Spionageabteilung. Die mache ich mal direkt hier. Ja, oh, die Sonne an der Wand geht auch, sehr gut. Brauche ich nur einen? Gut, sehr gut. Das hätte doch gepasst. Vielleicht hier so, ne? Gucken wir mal ganz kurz. Ja, ich muss aber erstmal noch hier, ne? Kollege, ich muss doch erstmal den Raum fertigstellen. Ja, das geht doch so nicht. So, das sollte doch passen. Ah, hier, genau, hier nochmal. So und so. Das sollte dann passen. Hoffe ich natürlich. Gut, dann gucken wir mal. Tür platzieren. Also, ist ja... Dann kann ich aber... Ach, das ist sowieso asymmetrisch. Manuel, was machst du denn hier? So. Oh, das ist ein zu viel. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Hier. Ist ein bisschen fummelig. Kann ich denn... Ach so. Ah, das... Leute, was ist denn los mit mir? Ich habe noch nichts gegessen. Vielleicht liegt das daran. Einfach mal so, das sieht cool aus. Und dann bestätigen. Bauen die das jetzt auch schön? Ich weiß nicht, wie ich das Video schneiden werde, aber sollte irgendwie hingehen. Vielleicht wird es ein bisschen... Ich guck mal, ich glaube, ich werde das Projekt ein bisschen zusammenschneiden. Einfach nur, weil ja viele Stellen sind, die nicht so interessant sind, beziehungsweise die sich in der Länge ziehen. Wir spielen zwar auf zweifacher Geschwindigkeit, aber seht ihr, dauert immer noch ein bisschen länger. Deshalb werde ich ein kleines bisschen da mal tüfteln, was man am besten machen kann. Einfach nur, ja, damit das Projekt ein bisschen besser läuft. Wird nicht für jeden was sein, deshalb bitte verzeiht da. Gebt mir auch bitte Feedback, wie ihr es ungefähr findet, was ihr gesehen wollt und was nicht. Damit ich ungefähr weiß, was euch interessiert. Weil mich interessiert das ganze Spiel an sich. Ich spiele ja so generell solche Spiele gerne auch, ja. Ich habe Parkhorst bitte, glaube ich, ne. Ja, dieses Krankenhausspiel habe ich gerne gespielt. Ich baue generell solche Sachen gerne. Besonders, oh, ich habe Dungeon Keeper geliebt. Beziehungsweise nicht Dungeon Keeper, sondern Dungeons. Weil wir hatten ja keine Lizenz mehr dafür. Oh, okay. Ah, geilo. Also, können wir... Ist das Deutschland? Okay, gut. Select a suggested region or any other region if you know what you are doing. Ne, hier, da, Europa. Ja. Wir wollen nach Irland. Geht Irland? Was habe ich denn ausgewählt? Steht da nirgends, ne? Okay, dann mache ich einfach mal hier. So. Erst infiltrieren wir. Ja. Ich baue mein kriminelles Netzwerk auf, Leute. Ihr seid auch immer in meinem kriminellen Netzwerk drin. Oh, warte mal, das klingt falsch. Okay, haben wir noch irgendwas mit Dekor? Vielleicht ein bisschen, oh ja, ein bisschen schöner machen. Ich meine, die sind zwar unsere Sklaven, unsere Arbeiter, aber so ein bisschen Komfort sollten sie auch mal haben. Was bringt das denn eigentlich? Ich bin Ertrag 0, gar kein Ertrag. Kosten 50, 50. Die kosten nichts.
Ah, das ist das ein Erste-Hilfe-Set? Großbrecher. Hä? Ich bin eine persönliche digitale. Unpacked, oh. Boss. Send me into the world and ja? I'll come back with plenty of gold. Danke. Come back. You think you are coming back? No, I'm not having you coming back here, tracking justice all over the place like mud. They'll follow you right to my door, and then where would we be? Yeah. Take a little gold for yourself, then send the rest back here. Use your share to live a quiet life. Aww. Or else. Minions will travel to the world and run any scheme you select. You will receive small amounts of gold danach leben. Also, da bin ich jetzt positiv überrascht, dass sie danach leben dürfen. Was ist denn hier? Gold, 100% Kapazität. Okay, wir müssen also vielleicht den Goldraum noch ein bisschen expandieren. Machen wir mal kurz, da wir ja ein bisschen was brauchen. Wir brauchen ja mindestens Platz nochmal. Ja, für das Doppelte wäre ganz gut, ne? Oh, das ist ein bisschen schnell, die Kamera. Hier, ja, ja. Tresor. Welche Wasser? Das war der Tresor. Dann ein bisschen hoch, dann hier. Ich mal, bis hierhin sollte Platz genug sein. So, dann Gegenstände. Wir brauchen noch ein bisschen Platz für Gold. Sehr schön. Da passt leider nicht noch einer hin. Nicht schlimm. So können wir dann vielleicht noch Dekor reinpacken. Wie zum Beispiel eine Lavalampe, die ist immer ganz cool. So, so. Dann in der Mitte. Einfach, ist nicht ganz mittig, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, da haben wir ein bisschen den Tresorraum erweitert. Wir haben ja ein bisschen zu viel. So, beginne deinen Plan auf der Weltkarte. Okay, cool. Gut, also wenn wir westliche Hammer Distrikte zerstören. Stufe 2 wird durch Abschluss von Forschung freigeschaltet. Kostenanforderungen sind nicht erfüllt. Ah, wir haben kein... Achso, okay. Ah, hier. Ah, ja, ich verstehe. Da, hier können wir einen Plan starten. Banküberfall. Wir überfallen eine Bank. Arg wohnen in der Gegend wird 10 mehr. Schergen entsenden, um diesen Plan zu beginnen. Die Schergen werden nicht in den Unterstoff zurückkehren. Bestätigen. New main objective available. A prison will make for the perfect place to hold your enemies before questioning them. Wir können ein Gefängnis bauen. Okay, das Gefängnis bauen wir auch schön abgelegen, dass man hier so lang geht. Ich weiß ja nicht, wie breit immer so ein Ding sein muss, deshalb einfach mal so. Genau, ist das erlaubt. Dann kommt man hier. Wieder unsere 8x5 Methode. Das war nicht so. Ich weiß nicht, was ich mache. Egal, ich mache aber mal jetzt so. Ah, ich mach 6x8 aus. Alter. Egal, mach ich jetzt aber so. Bisschen größer, so eine Gefängniszelle hier. Da, hier und zack. Auch weg, genau, da war ja was. Gut. Ich weiß nicht, wie groß die sein müssen. Gegenstände. Da. Oh ja, passt, perfekt. So rum. Und dann. Ein Befragungstisch daneben. Passt nicht. Okay. Machen wir dann so. Dann können wir noch eine Dekoration drin setzen. Dann können wir mehrere solche Stationen bauen. Gegenstände. Da. Und dann hier. So. Dann eine kleine Zwischenwand. Ich weiß nicht, ob das gut aussehen wird, aber. You never know what secrets you will uncover. So, guck ich mal, eine Tür bohren kann. Da. Wird ein bisschen komisch aussehen, aber ich mache einfach mal ein bisschen was hier. Gucken, wie es aussieht. Da brauchen wir noch einen Stein. So, Tür. So, einfach nur, vielleicht sehr cool aus. Was ist denn hier mit? Bau Gefängnisfelder. Was? Oh, das muss also sehr groß werden. Also das dann für ganz harte Kerle. Und wir machen dann hier nochmal ein paar so Ausfragungsstellen. Beziehungsweise Gefängnishallen. So, bestätigen. Ja, schön. Dann gut, unser Scheme ist durchgelaufen. Gucken wir mal. Da müssen wir dann hier draufklicken, oder? Aber wir können einen neuen Plan starten. Okay. Oh, hier, was ist das denn? Oh, wir können... Ne, wir können es nicht zerstören. Aber hier sind neue Schemes. Ah, okay. Kostet 6 Arbeiter. Das kostet... Völlig verrottet.
das ist Ablenkung. Okay, das ist Ablenkung. Dann machen wir einfach mal den Plan hier. Gucken wir mal. Wir haben, denke ich, noch ein paar Missionen schon fertig. Nee, noch gar keine fertig hier. Wir haben nur neue dazu bekommen. Hauptmission haben wir noch gar keine. Was sagt denn unsere Option ein? Konstruiere Spinde in den Baracken. Genau, die machen wir ein bisschen noch mal hübscher hier. Einfach nur, um unsere Minions da nicht ganz so anzupissen. So, ich meine, deren Leben gehört zu uns, aber wir können ja mal ein bisschen was schön machen. Ist auch okay. Na, komm schon. So. Sollte passen. Genau. Nochmal umdrehen und so. Okay. So, okay. Konstruierte Spinde, haben wir das gemacht. Bestätigen. Kann ungültige Feldeinerung nicht... was? Abbrechen? Ah, die brauchen Platz daneben, oder was? Okay, ich erweitere mal kurz das Gebäude hier, das Häuschen. Von mal hier um diese Felder hier. Zack, und... so. Und, die Sachen hier. Gegenstände. Abbrechen. Das auch abbrechen. So. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Platz schaffen. Damit die dann das erstmal der Platz, ja, Platz für die Spinde machen. Sollte dann funktionieren. Gut. New optional objective available. Oh, new optional objective. Gucken wir mal. Hier können wir draufklicken, ne? Ah, okay. Konstruiere Generator noch einen dazu. Gründe weitere kleine Netzwerke. Verdiene 20.000 Gold. Gut, dann gucken wir, haben wir denn noch was? Irgendwas hier? Ah, wir haben eine Gänge. Ach, wir können normale Gänge bauen. Okay. Okay, normale Gänge können wir also auch bauen. Da können wir auch... Türen sind da drin. Ach, cool. Okay, da gibt es auch noch Dekorationen. Okay. Kaputte Toilette. Okay. Kraftwerke brauchen wir auch noch einen, scheint. Gut, dann erweitern wir erstmal kurz den Kraftraum. Kraftwerkraum. Ein kleines bisschen auf jeden Fall. Ne, komm hier. So, und dann hier. Zack. Machen wir es so. Und packen dort dann einfach nochmal jeweils einen Generator hin. Die kosten zwar ein bisschen Gold, aber... oh, das passt gar nicht. Okay, dann brauchen wir noch mehr Platz. So. Okay. Oh, was? Ja! Oh, da gibt man dabei doch gerne. Wo muss ich hinklicken? Bestätigen. Wo muss ich hin? Gehe zur Weltkarte. Hier, Weltkarte. Gut, oh, jetzt können wir... Select a scientist scheme. Special schemes are often highlighted on the world stage with colored signs. Da können wir noch nicht... Keep your eyes open for these important schemes. Da. Wissenschaftler. Kann den Plan durchführen, solange der Unterstoff so wenig Strom hat. Okay, dann müssen wir kurz warten, bis der Strom da wieder da ist. So, dann gehen wir wieder zurück hier. Die bauen gerade noch das Ding. Gut, dann müssen wir nachher nochmal gucken, ob wir da ein bisschen umsetzen können und so. Die Lavalampen sehen cool aus. Alter, komm, wie geil die aussehen. Läuft. So, okay, Doki. Hier haben die auch ganz gut, okay. Ja, ich muss kurz warten, bis wir genug Strom haben, damit wir das wieder weitermachen können. So, Gefängniszellen sehen auch klasse aus. Ja, wir brauchen mehr Strom. Haben wir doch eine Mission schon fertig? Hauptmission? Nein, haben wir keine. Okay, Nebenhandlung haben wir auch noch gerade keine und abgeschlossen sind die Tutorials. Gut, haben wir irgendwie noch was hier? War da was Neues? Nein? Ah, hier, oh, neue Sessel und so. Okay, da können wir vielleicht noch einen Sessel packen. Sieht ganz cool aus. Dann haben wir hier noch was beim Schlafen. Da haben wir gar nichts, nur Dekoration. Okay. Bei Stromgeneratoren haben wir auch noch Dekoration nur, denke ich mal. Was ist denn eigentlich hier? Strom. Benutzt 51, verfügbar minus 22. Ah, okay. Müssen also den Generator erstmal da hinsetzen. Damit dann wir ein bisschen mehr Strom haben. So, der packt jetzt, kommt mit seinem Staubsauger hin und ballert das Ding dahin. Zack. Haben wir immer noch zu wenig Strom. Und dann müssen wir das Ding noch ein bisschen weiter erweitern, beziehungsweise erstmal verschieben hier. Editieren und bewegen. So, dann packen wir das. Das steht dann direkt vor der Tür. Okay, verstehe. Dann muss ich das immer drehen. So rum.
Kann ich das irgendwo nicht zwischenplatzieren? Oder irgendwo zwischenplatzieren? Nein? Nein, scheiße. Okidoki, da muss ich die erstmal... wie mache ich das? Erstmal... Also umdekorieren ist so eine Sache, ne? Wir könnten aber erstmal verkaufen. So, dann bewegen wir den hier mal dahin. Warum passt das denn nicht? Ach, wieder Tür, wegen der Tür. Okay, verstehe schon. Warum müssen wir es erweitern? So, ein bisschen hier erweitern. Kann man ein bisschen erweitern, das geht schon. Gut, dann können wir nämlich die Gegenstände hier nehmen, bewegen, drehen. Zack, komm. Dreh doch nicht so schnell, Mann. Doch. So. Das auch bewegen hier, zack. Oder mal hier hin. So. Kommt schon. Dreh doch so, wie ich das haben möchte. Das mit dem Drehen ist so eine Sache, ne? Alter. Guck mal, wie schnell der dreht. Ist voll unnötig. Wegen... Alter, ne? Das mit der Steuerung kann ich eigentlich auch so drehen. Oder eher, okay, oder eher. Okay, Leute, ich mag lieber so. Gut, passt hier noch ein zweiter hin? Nee, passt nicht, ne? Doch, könnte passen. Packe ich da noch einen zweiten hin. So. Dritten, beziehungsweise. So, und dann so auch nochmal. Und dann sollte das passen mit dem Strom erstmal. Bestätigen, beziehungsweise ein bisschen Dekor kommt auch nochmal rein. Wir haben keine Lavalampen hier. Oh, schade. Können wir denn generell welche platzieren, wenn wir kurz hier rauf gehen und dann Dekor und dann Lavalampen? Ja, passen, dürfen aber nicht in den Raum anscheinend. Schade. Gut, machen wir es so. Dann geht das erstmal auch mit dem Strom. Sollte eigentlich gehen mit dem Strom. Hoffe ich natürlich. Dann bauen die es hier schnell hier um. Gut. Machen die ihm schnell. Haben gerade zwar keinen Strom, aber sollte eigentlich gehen. Wir verlieren voll viel Geld. Wir, ja, Gehälter 0. Verbindlichkeiten haben wir ein paar. Wie kriegen. Oh, scheiße, unser Geld aber geht ja richtig schnell runter hier. Uiuiui. Oh nein. Oh, das wird knapp, Leute. Also wir müssen wieder ein bisschen Geld verdienen. Wir gehen. Ah, perfekt. Einen abgeschlossen, sehr schön. Ah, genau, Baugeneratoren. Genau, da war ja was. Da machen wir doch eben schnell hier. Da eben auf normale Geschwindigkeit wieder. Kriegen wir denn Geld oder verlieren wir nur Geld? Wir haben Geld, aber wir brauchen mehr. Dann machen wir kurz hier ein paar Missionen, die wir abgeschlossen haben. Optionale. Und hole die Belohnung ab. Sehr schön. Dann kriegen wir erstmal wieder ein bisschen Geld. Jetzt sollten wir genug Strom haben für den, ja, für den Scientist. Machen wir mal direkt hier. Ja, bestätigen. Hau rein. Zack. Sehr schön. So. Okay, nice. Und da haben wir nochmal zwei neue Missionen bekommen. Nämlich schließe einen Plan ab und Hauptmission haben wir neues erreicht, beziehungsweise weitergekommen. Gut, da Hauptmission. Ja, wir sind noch nicht fertig. Gut. Oh, guck mal, da ist sogar jemand. Hallo! Was ist sie denn? Ah, die müsste erstmal die Hand scannen, damit die Erlaubnis haben, dort zu sitzen. Beziehungsweise Essen zu bekommen. Wie geil ist das denn? Gut, oh, die Zelle konnte nicht platziert werden. Deshalb machen wir da noch ein Verhörding rein. Einfach nur, damit es ein bisschen besser passt. So, Verhörraum und Gegenstände und dann hier noch so ein Verhörtisch. So, eher mit drehen geht. Sehr schön. So, perfekt. Ja. Not enough gold to complete this construction. Okay. Hoppala. Aber liebe Freunde, die Folge sind jetzt auch schon 34 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, schaltet nächstes Mal nochmal wieder ein, wenn es weitergeht bei EV Genius 2. Mein Name ist Certain Play, haut rein. Ciao, ciao.